Servus bei VulkanTV. Ich bin Yvonne Sammer und führe Sie durch die aktuelle Sendung mit verschiedenen Beiträgen aus den Bezirken Feldbach, Fürstenfeld, Radkersburg und Weiz. Wir waren nämlich für Sie mit dabei bei der Herbstgaudi Priebing, beim Bürgermeister Frühschoppen in Bad Gleichenberg, beim Eröffnungsfest des Temmel Logistik Centers, der Eröffnung der Erlebniswelt Wirtschaft bei Binder und Co., iLearn zu Gast bei KB5 und bei der Modenschau im Lagerhauszentrum Feldbach. Sehen Sie Interessantes zum Thema Energiesparen von E. Lukic und die neue Umfrage vom Feldbacher Hauptplatz. In Priebing ging zum zweiten Mal die Herbstgaudi über die Bühne. Das bunte Fest machte seinem Namen alle Ehre. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet vom Autocross-Team Andreas Hasler und Markus Strohmeier. In Priebing in der Gemeinde Weinburg am Saasbach hieß es auch heuer wieder Grüß euch zur Herbstgaudi. Beim Herbstfest der besonderen Art wurde den Besuchern einiges geboten. Wir bieten ein Programm, wie es kein zweites gibt. Wir sind eine ganz kleine Ortschaft. Jeder haut sich voll ein. Das Team steht hinter mir. Und wir organisieren ein tolles, uriges Herbst-Gaudi-Fest, wie der Name schon sagt. Herbst-Gaudi ist richtig. Der Spaß steht im Vordergrund. Das Fest, organisiert von der Dorfgemeinschaft und der Feuerwehr Priebing, verbreitete gute Laune und sorgte so für strahlende Gesichter. Gegen Hunger und Durst wurde auf der gut gefüllten Dorfstraße vor allem Kulinarik mit Produkten aus der Gemeinde aufgetischt. Wir haben 100 Einwohner und es stehen fast alle hinter unserem Team. Der FF Priebing und der Dorfgemeinschaft. Und von groß bis klein, jeder hilft mit. Und das freut uns besonders. Auch das Showprogramm konnte sich sehen lassen. Die festen Blattler sorgten mit ihrer akrobatischen Darbietung für gute Stimmung. Und Christa Fatek begeisterte mit schwungvollen Schlagermelodien. Es helfen alle Leute zusammen. Also es ist vom kleinsten Kind bis zum größten, zum ältesten Pensionisten. Es sind wieder alle da. Sie greifen alle zusammen und das ist das Wichtigste, was für die Gemeinschaft. Meine, wir sind ein kleiner Ort, Priebing. Aber nur meine, bei dem Fest sieht man wieder, dass alle zusammenhelfen und durch den kann das auch so gut funktionieren. Herbstzeit ist auch Trachtenzeit. Deshalb wurden in Priebing auch die neuesten Trachtentrends vorgestellt. Die Modenschau von Trachtentrummer zeigte sich farbenfroh, wie der Herbst selbst. Das ist der größte Stolz von der Feuerwehr überhaupt. So ein großes Fest mit wirklich die zahlreichen Besucher spiegeln das wieder, was sage ich mal so. Ich hoffe, dass bis auf nachher so bleibt und durch den sind wir alle zufrieden von dem her gesehen. So wurde das Fest in Priebing zu einer echten Herbstgaudi. Wenn es alle zufrieden heimgehen und dann sind wir alle glücklich. Die Besucher sind alle glücklich, na passt das für uns. Die ÖVB-Ortsgruppe Bad Gleichenberg lud herzlichst zum Verweilen ins Zentrum von Bad Gleichenberg. Bei angenehmen Gesprächen kamen Gaumen- und Musikliebhaber voll auf ihre Kosten. Den folgenden Beitrag widmet Ihnen die steiermärkische Sparkasse Bad Gleichenberg, die Firma SO Bau und die Firma Mandelbauer. Der Bürgermeister Frühschoppen in Bad Gleichenberg war einmal mehr ein Fest der Wiedersehensfreude. Hunderte Besucher folgten der Einladung der ÖVB-Ortsgruppe ins Zentrum von Bad Gleichenberg. Das beliebte Fest hat die Ortschefin von Bad Gleichenberg in den Anfängen ihrer Amtsperiode ins Leben gerufen. Zum Verwöhnen servierte sie auch heuer wieder ihren traditionellen Bürgermeisterstrudel. Traditionell bei uns sind unsere Strudel, da gibt es einen Erdäpfelstrudel, den Krautstrudel und den Bürgermeisterstrudel. Der wird von meiner Person, meiner Schwester und meiner Tochter zubereitet. Herzhaft im Geschmack erfreuten auch Spanferkel, Mehlspeisen sowie edle Tropfen aus der Region den Gaumen der vielen Besucher.
Als Garant für beste Stimmung sorgten die Dampfelgeiger mit Live-Musik beim harmonischen Ambiente im oberen Kurpark. Mit Hinblick auf das bauliche Schaffen rund um den Kurpark zeigte sich ein Stammgast besonders begeistert. 20 Jahre waren hier Ruinen, muss ich ehrlich gestehen. Das Kuhhotel war eines der ersten Hotels, nicht nur in Bad Gleichenberg, denn in der Südoststeiermark. Und ich muss sagen, ich bin nicht nur stolz, sondern ich freue mich sehr für den Wiederaufbau. Und was die Frau Bürgermeisterin betrifft, da muss ich auch sagen, das ganze Team hat sie viel geleistet. Und besonders die Bürgermeisterin, die bemüht sich sehr. Genießerisch feierte einmal mehr eine gebürtige Schweizerin beim Bürgermeisterfrühschoppen mit. Wegen der besonderen Gastfreundlichkeit und den attraktiven Möglichkeiten in Bad Gleichenberg wählte sie den Kurort als Lebensmittelpunkt. Ich bin jetzt das dritte Mal dabei, aber ich komme schon seit 56 Jahren nach Gleichenberg. Und bin jetzt im Oktober übersiedelt nach Gleichenberg. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Auch die Kleinen kamen nicht zu kurz. Ihr Spaßprogramm rundete die ausgelassene Unterhaltung beim diesjährigen Bürgermeisterfrühschoppen gelungen ab. Ein neues Logistikcenter sorgt in Ilz für wirtschaftlichen Aufschwung. TLC Temmel lud zur Eröffnungsfeier in den Gewerbepark. In der Gemeinde Ilz wurde das neue Logistikcenter der Firma TLC Temmel eröffnet. Aus diesem feierlichen Anlass lud der Geschäftsführer zur Festivität ins große Firmenareal. Eine besondere Geschichte führte ihn zu diesem Vorhaben. Speziell den Bedürfnissen der Automobilindustrie war es notwendig, in Graz Logistikflächen zu richten, weil in Graz immer mehr Fahrzeuge gebaut wurden und die Zulieferer mussten einen Logistikdienstleister suchen und das waren dann wir. Wir machen Lagerung, Assembling, Kommissionierung für die verschiedensten Bauteile, die bei Magna in Graz benötigt werden. Letzten Jahr haben wir hier den Auftrag erhalten, von Magna Powertrain ein sehr großes Logistikprojekt hochzuziehen. Wir haben den Auftrag im Juni erhalten und ja, das ist herausgekommen. Nach den Festansprachen der Firmenleiter begrüßte auch der Bürgermeister von Ilz, Hannes Fürndrath, das Unternehmen in seiner Gemeinde und zeigte sich dankbar für viele neu geschaffene Arbeitsplätze in der Region. Die Führung durch die 15.000 Quadratmeter großen Firmenhallen brachte den Besuchern das Geschehen hinter den Kulissen näher. Eine Künstlergruppe machte dabei die einzelnen Stationen zu wahren Erlebnissen und der Prokurist des Unternehmens berichtete über die technischen und logistischen Herausforderungen bei der Fertigstellung des Großprojektes. Die Highlights selber waren eigentlich immer wieder am richtigen Zeit das richtige Objekt fertiggestellt zu haben und dann beim Anlauf auch immer wieder punktgenau das Personal da zu haben, die Regale fertig zu haben und auch jeden Prozess dort auch umzusetzen, wo wir ihn brauchen. Der Abteilungsleiter der Firma Magna Powertrain war bei der Eröffnung ein Ehrengast. Er besichtigte den fertigen Betrieb und war sichtlich begeistert. Ja, also ich kann nur sagen, aus Powertrain-Sicht, die Firma TLC hat das wirklich eine Punktlandung hingelegt. Also von der ganzen Abwicklung des Baus bis hin zum Halten des Einzugstermins und der Anlauf, der jetzt in den ersten paar Monaten vonstatten gegangen ist, ist eigentlich auch vollkommen reibungslos gelaufen, mit einer sehr guten Qualität. Aus Bauern-Sicht kann ich nur sagen, wir haben den richtigen Partner ausgewählt. Ein spannendes Kinderprogramm sorgte für die Unterhaltung der Kleinsten, während ein einzigartiges Showprogramm die vielen Besucher in Begeisterung versetzte. Ein Meister im Modellfliegen zeigte mit seinem Hubschrauber atemberaubende Stunts über den Köpfen der Menge. Und gleich im Anschluss landete ein echter Hubschrauber auf der nahegelegenen Wiese und lud die Gäste zu Rundflügen ein. Herzhafte Schmankerln und steirische Musikumrahmung durch die Quetschgeiger luden zum Verweilen am großen Firmenareal. Der Maschinen- und Anlagenhersteller Binder & Co. in Gleisdorf bekam das Gütesiegel Erlebnisweltwirtschaft verliehen. Damit stehen Besuchern ab sofort die Türen für Erlebnisführungen offen.
Den Weg von einem Stück Roheisen bis zur Hightech-Sortiermaschine kann man bei der Firma Binder & Co. in Gleisdorf ab sofort hautnah miterleben. Der international tätige Anlagen- und Maschinenhersteller erhielt als 32. steirisches Unternehmen das Gütesiegel Erlebniswelt Wirtschaft. Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann kam zu der Eröffnung und überreichte das Gütesiegel. Mit dem Leitprojekt sollen der Öffentlichkeit die heimische Wirtschaft und deren Leistungen näher gebracht werden. Die Grundidee der Erlebniswelt Wirtschaft ist Produktion, wirtschaftliche Entwicklung, Innovation am Wirtschaftsstandort Steiermark sichtbar zu machen. Und Binder & Co. ist ein Technologieführer im Bereich des Glasrecyclings, des Altglasrecyclings, ist in der Sortierung, in der Umwelttechnik sehr, sehr stark auf nationalen und internationalen Märkten unterwegs. Und ich freue mich, dass Binder & Co. hier mit dabei ist und auch am Standort Steiermark, am Standort Gleisdorf in Zukunft investieren wird. Die Erlebnistour auf dem Gelände von Binder & Co. umfasst 7 Stationen. Die reale Industrie mit virtuellen Räumen und Präsentationen vernetzt. Landesrat Buchmann und weitere Projektpartner überzeugten sich bei der Premiere der Führung von den eindrucksvollen Maschinen und Technologien des Vorzeigeunternehmens. Ja, man kann erleben, Industrie, wie sie wirklich ist. Nämlich von der Entwicklung neuer Produkte bis hin zur Fertigung in Betriebnahme, hier Werksinbetriebnahme gemeint, aber dann auch natürlich Auslieferung. Und man sieht sehr viele spannende Produkte, die im ersten Augenblick vielleicht, wenn man Binder vorbeifährt hier an der Hauptstraße, gar nicht sichtbar werden. Tolle Produkte, die helfen, Umwelt zu schonen, Ressourcen zu schonen, aber auch natürlich viele, viele Rohstoffe aufzubereiten. Die Endmontage der Maschinen erfolgt in der von Binder & Co. konzipierten Rundhalle, ein architektonisches Schmuckstück, das weltweit über 80 Mal verkauft wurde. Welche Maschinen hier gefertigt werden und wie diese funktionieren, sehen Sie sich am besten bei einer Erlebnistour selbst an. Vertreter des Projektes iLearn aus 7 europäischen Ländern trafen sich zum Erfahrungsaustausch im KB5-Haus in Kirchbach und überzeugten sich bei der Lebenshilfe Feldbach von der erfolgreichen Umsetzung. Bereits zum 3. Mal kamen die Teams des länderübergreifenden Projekts iLearn zu einem Erfahrungsaustausch und Workshop zusammen. Dieses Mal waren Vertreter aus Spanien, Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Schweden zu Gast beim Verein KB5 in Kirchbach. Das aus EU-Mitteln geförderte Projekt iLearn verfolgt das Ziel, Menschen mit besonderen Bedürfnissen im Computerzeitalter an die digitale Technologie heranzuführen und vor sozialem Ausschluss durch Technologie zu bewahren. Initiiert wurde das Projekt in Slowenien. Wir haben uns alle Aufgaben verteilt auf alle 9 Partner, sodass einige besorgen für Handburg, für Freiwillige, einige machen Kochbuch für diese Personen mit Schwierigkeiten und einige machen Videos und so weiter. Und am Ende wollen wir alles das aus unserer Webseite stellen, sodass alle können dieses Material nehmen und benutzen. Das Projekt wird unterstützt vom EU-Programm für lebenslanges Lernen und läuft über 2 Jahre in 7 Ländern. In Österreich leistet die Lebenshilfe Feldbach den Hauptteil der Projektarbeit. Bei einem Lokalaugenschein erlebten die Vertreter unterschiedlicher Einrichtungen, wie es einer Kundin bei der Arbeit am eigens eingerichteten Computer ergeht. Von den positiven Auswirkungen des Computerzugangs für behinderte Menschen ist man bei der Lebenshilfe überzeugt. Weil sie ein Erfolgserlebnis haben, das Medium Computer ist sonst kaum zugänglich für unsere Kunden. Sie sehen immer nur die Betreuer darauf arbeiten, aber selbst haben sie keinen Zugang dazu, weil sie eben durch spastische Lähmung zum Beispiel eingeschränkt sind. Und die Firma LiveTools hat da Hardware entwickelt, damit unsere Kunden speziell damit umgehen können und spezielle Programme. Und die werden natürlich auch gemacht und verwirklicht. Und das
bringt den Kunden sehr große Erfolgserlebnisse, weil sie eine Rückmeldung vom Computer bekommen und das Gefühl haben, sie können auch am Computer arbeiten und schaffen was und bringen das zustande. Weiter ging es für die Projektteilnehmer zu einer Besichtigung und einem Mittagessen im Weidenhof der Lebenshilfe Feldbach. Ein Besuch der Riegersburg und der Schokoladenmanufaktur Zotter rundeten das Nachmittagsprogramm der Gäste ab, ehe sie den Tag im KB5-Keller ausklingen ließen. Für die musikalische Umrahmung sorgte Anbandeln, die Band der Lebenshilfe Feldbach. Die Projektverantwortlichen waren mit dem Austausch und der Zusammenarbeit zufrieden. Das Projekt startete vor einem Jahr bei einem Kick-Off-Meeting in Velenje. Dann hatten wir ein weiteres Treffen in Bologna. Heute sehen wir uns an, was sich zwischen dem Treffen in Bologna und dem hier in Kirchberg getan hat. Und wir sind sehr zufrieden, weil es so läuft, wie wir es geplant haben. Wir haben viele Unterlagen erstellt, die Website ist fertig, wir haben darüber diskutiert und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr die Ergebnisse aus diesem ersten Jahr nutzen können. Also ich persönlich fühle mich gut, die Leute vom KB5 sind sehr nett, es ist schön hier in Kirchberg zu sein und ich bin froh, dieses Projekt gemeinsam mit Ihnen zu machen. Bei einer steirischen Buschenschankjause besiegelten die Kollegen aus 7 Ländern ihre Zusammenarbeit und zeigten sich optimistisch für den weiteren Projektverlauf. Bei der Herbstmodenschau enthüllte das Lagerhaus Feldbach die modische Saison. Einen nahtlosen Erfolg feierte auch die Bauernecke zum 10-jährigen Jubiläum. Starkenstoff präsentierte das Lagerhaus bei der diesjährigen Herbstmodenschau in Feldbach. 400 Besucher waren bei der schwungvollen Schau dabei, um die neuen Trends mit Traditionsqualität zu sehen. Die professionellen Models aus Niederösterreich präsentierten den eleganten Steirer Anzug, setzten warme Akzente mit Strick und führten pfiffig die praktische Arbeitskleidung vor. Die ausgesuchte Kleidung mit lebenslanger Nahtgarantie brachte der Spartenleiter der Agrarunion als Organisator auf den Laufsteg. Für uns ist wichtig, die Tracht gehört auch zum Lagerhaus. Die Tracht ist die Tradition, ist die Steiermark, verkörpert auch die Steiermark, ist unsere Heimat. Und das ist für uns auch wichtig und für unsere Kunden durchaus ein Grund, unser Lagerhaus zu besuchen und hier einzukaufen. Der Hubertusmarsch, der Jagdhornbläser, schuf dann den Übergang zur Jagdbekleidung. Auch auf den Laufsteg kamen die Fashion-Mitarbeiter des Lagerhaus mit Dirndl und Lederhose. Der Obmann der Agrarunion war von der gelungenen Show begeistert. Ja, in erster Linie wollte ich natürlich, dass unsere Kunden unsere Vielfalt und unser modernes Auftreten im Textilbereich, in der Textilbranche kennenlernt. Aber natürlich verstehen wir es auch zu feiern. Und das haben wir heute sicher eindrucksvoll bewiesen. Ein weiteres Highlight des Abends war dann der Auftritt von Roland Stark, der die Stimmung mit seinem neuen Hit anfachte. Mit den klassischen Kostümen und Anzügen kamen abschließend auch Rosenkavaliere auf die Bühne. Den Hut ziehen konnte man auch beim Erfolg der Bauernecke. Binnen 10 Jahren haben 30 Selbstvermarkter im Lagerhaus eine Plattform gefunden, um ihre Produkte direkt anzubieten. Die Vorteile für uns Bauern sind, wir brauchen eine Plattform, wo wir unsere Produkte präsentieren können und wir brauchen Partner. Für alle Besucher gab es nicht nur herzhafte Kostproben, sondern auch einen Gutschein für einen 15%igen Preisnachlass für den Einkauf in der Textilwarenabteilung. Sie wollen bares Geld sparen? Das können Sie jetzt tun. Die Profis von Elukic zeigen Ihnen wie. LED-Lampen sind besonders energieeffiziente Leuchtmittel. Sie sind sogar noch energiesparender wie Energiesparlampen. Wenn man sie einschaltet, hat man sofort die ganze Lichtstärke. Und durch das Ein- und Ausschalten verkürzt sie die Lebensdauer auch nicht. LED-Lampen haben eine Lebensdauer von 25.000 Stunden. Das entspricht der Lebensdauer von 25 Glühbirnen.
Unsere Redakteurin Daniela Gether war mit dem Reportermikrofon diesmal direkt am Feldbacher Hauptplatz unterwegs. Über welche Kleinigkeit können Sie sich noch freuen? Ja, ich freue mich, wenn jeden Tag ein schönes Wetter ist, wenn ich nette Leute treffe, wenn ich gut essen kann und wenn ich gesund bin. Dass ich Gott sei Dank meine Pension gekriegt habe, vor allem mit den Gelenken nicht mehr weiter kann. Weiß nicht, wenn ich freundliche Menschen kennenlerne. Schwer zu sagen, Bonus kriegt bei der Arbeit. Im Bad, baden, das war das Schönste, alles andere kannst du schmeißen. Ja, wenn ich einkaufen gehen kann, wenn es Angebote gibt beim Shoppen, ja. Ein Brot, eine Wurst und eine Butter. Ja. Im Moment ja, nur Gesundheit. Schönes Wetter und ja, wenn alles so schön gepflegt ist oder so, ja. Kleinigkeiten freuen mich, zum Beispiel, dass heute so ein schöner Tag ist und dass wir so einen schönen Herbst haben. Was will man mehr? Ein Lächeln. Autofahren. Wenn ich nicht arbeiten muss am Wochenende, wenn mein Mann und ich jetzt gleich frei haben. Ja, wenn es ein wunderschöner Tag ist wie heute und wir eben meine Frau und die Zeit haben füreinander. Gesundheit. Mein Freund. Dass er mich auf Händen trägt, er immer für mich da ist. Dieses Mädchen da hinten. Meine Freundin macht mir Freude. Fürs ganze Leben. Und das Putzen. Ein schöner Spaziergang im Herbstwald. Ja, mit deinem Freund. Ja, das war's eigentlich. Die Sonne macht mir Freude. Ein freundliches Wort am Morgen. Ein Parkplatz in der Stadt. Und die Zeitung pünktlich und das Fernsehprogramm soll passen. Vulkan TV ist ja richtig. Und jetzt können Sie sich wieder auf Professor Hans Schleich freuen. Ich sage schon mal danke, dass Sie zugeschaut haben und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Sie wollen Ihren Betrieb, Ihre Veranstaltung oder Ihre Werbung auf Vulkan TV sehen? Nutzen Sie das weitreichende Verbreitungsnetz von Vulkan TV und informieren Sie sich rechtzeitig bei unseren Kundenbetreuern. Bei uns eingeschaut auf www.vulkantv.at. Richtig animierende Werbung braucht viele Werbeseiten oder digitale Werbespots. Top-Video-Werbung mit Impact-Display-Werbung. Infos unter www.im-pakt.at. Rein in den Herbst mit den schönsten und trendigsten Modellen von Trachtentrummer. Mit Dirndln in den modernen Farben Violett, Blau, Grün und Rot verleihen Sie Ihrem Auftritt eine bezaubernde Ausstrahlung. Trachten von Trummer und Sie sind etwas Besonderes. Der Autotipp der Woche wird Ihnen präsentiert vom Autohaus Witz in Feldbach. Den neuen Ford B-Max gibt es am 19. Oktober im Autohaus Witz zu besichtigen. Entdecken Sie das neu entwickelte Fahrzeug mit einem innovativen Karosserie- und Türkonzept, mit cleveren Technologien und sparsamen Motoren. Erleben Sie dieses einzigartige Freiheits- und Bewegungsgefühl auch an den Fahrtesttagen vom 22. bis 24. Oktober. Ja, wir sind da im Thomaswald in Kniewing mit Bürgermeister Braumitzer, mit dem Organisator dieser Pilzexkursion, Viktor Knittelfeder, und mit dem Herrn K., Spezialist für Pilze. Wir werden jetzt da durch diesen Wald gehen und uns anschauen, welche Pilze da in Kniewing wachsen. Musik.
Du Viktor, wer hat das jetzt organisiert? Wie ist das jetzt zustande gekommen? Ja, und zwar wir vom Kulturverein jetzt das zweite Mal das heuer, weil voriges Jahr war ein irrsinniger Zuspruch. Und ich glaube, dass das Pilzesuchen auch zur Lebenskultur dazugehört. Weil es gingen ja so viele Leute in den Wald rein und sammeln Pilze und sind sich nicht sicher. Das heißt, und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das so ran ist, dann machen wir sowas. Da werden wir jetzt dann am Nachmittag eh noch sehen, welche Pilze giftig sind, welche essbar sind und so weiter. Ja. Aber das schauen wir uns dann später ja, an. Schön. Ja, bitte Bürgermeister, was hast du da gefunden? Ich habe gerade vorher erfahren, dass das irgendein Ochsensongen ist. Zuerst haben wir gedacht, das ist irgendein Zunter. Nein, wenn du den aufschneidest, der ist essbar. Der schaut innen aus wie eine Zunge, gell? Ja. Kennst du den? Ja, nein, freilich. Und zwar wächst ausschließlich auf Eichen, auf alte Eichen. Die haben wir ganz unten drin. Ja, und aus einem jungen essbar. Und dann kannst du ganz normal aufschneiden, wie wenn du so ein Gesöchts schneist und dann protzt ihn raus. Ausgesprochen sehr bekömmlich. Ich glaube, wenn du ausschaut, kannst du da heute nicht zu schneiden. Ja, jetzt sind wir wieder im Gemeindehaus. Die Pilzsammler sind jetzt da zurückgekommen, haben unzählige Pilze, unterschiedliche, zurückgebracht. Fangen wir an bei dem da, den kenne auch ich. Meine Oma hat immer gesagt, Pilzelbraubrau, wo ist denn dein Gespau? Weil angeblich ein Steinpilz oder ein Pilz selten alleine wo wächst. Zum Steinpilz sagt man ja nach Herrenpilz. Herrenpilz, ja genau. Steinpilz, weil er so fest ist, wenn genau. Er kann Wurm. Aber was ist da bei den Essbaren, die wir da haben, was ist da für ein Besonderer dabei? Ich glaube, den hast du schon gesagt. Das ist ein der Pilz gehört zu den sogenannten Haarschleierlingen. Das ist eine sehr, sehr große Pilzfamilie mit 700 Arten. Man erkennt sie allesamt an diesem typischen braunen Haarschleier. Und wie heißt der? Das ist die Schleiereule, ein großer Haarschleierling mit einer eigenartigen Farbe, ein bisschen schleimigen Hut. Ist ja auch ein Schleimkopf, wie er heißt. Und das ist ein Riesenchampignon? Ein Riesenchampignon, der auch nicht häufig vorkommt, sehr dickfleischig ist, gut an diesem dunklen Ring erkennbar ist und vor allem an diesen rosa Blättern, die allmählich ja dann braun werden. Dann, je älter er wird, natürlich umso weniger genusstauglich sind solche Pilze. Man schneidet sie aber gleich am Anfang grundsätzlich durch, um dann zu erkennen, ob sie Wurm sind. Dann schauen wir vielleicht ein paar Schritte weiter. Da sind wir dann bei den Giftpilzen. Ich glaube, weithin bekannt ist der Fliegenpilz. Der Fliegenpilz, der ja. Wieso, dass der Fliegenpilz heißt, das ja. Es kommt daher, dass man früher Stücke des Pilzes in die Milch eingelegt hat und dann haben die aufs Fliegen davon gestellt und genascht und sind umgefallen. Allerdings, man musste die Fliegen erschlagen, weil sie ja nur berauscht worden sind. Das ist ja an und für sich tödlich, ist er nicht, gell, für den Menschen. Nein, also er macht berauscht, er macht unterschiedliche Formen des Gesamtzustandes des Menschen. Das ist für mich der bemerkenswerteste. Wir haben keinen grünen Knollenblätterpilz gefunden, aber den Pantherpilz. Und der Pantherpilz ist ein Nervenpilz, er hat ein Nervengift und zwar kann das zentrale Nervensystem sozusagen blockiert werden. Also den sollst du nicht essen. Nein. Wir könnten da mehrere Sendungen füllen. Danke, dass du uns da ein bisschen informiert hast, dass du die Leute, die daran teilgenommen haben, informiert hast. Und nächstes Jahr gibt es wahrscheinlich wieder so einen Pilzkurs. Wenn der Viktor will. Danke. Gerne. Das war eine wichtige Sache, die du da veranstaltet hast im Rahmen des Vereines, des Kulturvereines Dorfleben. Danke und alles Gute. Wie sagt man da? Pilzglück oder was weiß ich, wie das heißt? Pilzfrei. Pilzfrei. Okay. Danke schön. Danke auch. Servus. 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 Bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Jahr.